Hallo, hier ist die Silke vom Stempelmeer. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, wird es dieses Jahr einen ganz exklusiven Adventskalender geben. Den hat die Anne von Annes Stempeldesign mit mir zusammen gestaltet. Und ich will euch da heute mal ein bisschen neugierig drauf machen. Den von diesem Jahr kann ich euch natürlich nicht zeigen. Das soll natürlich auch eine Überraschung bleiben, ist ja klar. Aber ich habe den von letztem Jahr und da packen wir heute einfach ein paar Tütchen aus und ich zeige euch, wie so ungefähr die Stempel aussehen können, wie groß die sind und auf was ihr euch freuen könnt. Los geht's! Das ist erstmal die Übersicht natürlich, zeige ich aber nachher gleich nochmal. Ich lege sie mal zur Seite. Und so ein Paket bekommt ihr dann. Das ist einfach ein Karton verpackt, aber das Geheimnis liegt unter dem Papier. Tada! Wie gesagt, das ist der Adventskalender von letztem Jahr, aber der diesjährige wird ganz ähnlich aussehen. Also ihr bekommt 24 Tütchen mit Stempelsets drin. Und wie gesagt, wir packen jetzt einfach mal ein paar zusammen aus und schauen, wie die so aussehen. So, das sind also die Tütchen. Leg die mal zur Seite. Und wir machen Tütchen Nummer 1 auf. Die sind alle ganz hübsch eingepackt. Wenn man es vorsichtig aufmacht, kann man die Tüte auch noch mal weiterverwenden. Das ist nur zur Abdeckung, dass man nicht sofort sieht, was da drunter versteckt ist. Und das ist der Stempel Nummer 1 gewesen, letztes Jahr. Da geht es um Weihnachten, Glitzer für zauberhafte Weihnachtsmomente, glanzvolle Festtage für einen glamourösen Start in ein glückliches, gesundes, neues Jahr. Den finde ich klasse. Ich habe hier mal ein Lineal dabei, dass man sehen kann, wie groß der ist. Also das Set ist 7 mal 10 cm groß. Das sind 2, 4, 5 Stempel drauf, wobei man die natürlich auch ein bisschen abkleben kann beim Abstempeln und ganz wunderbar verwenden kann. Was ich sehr mag, ist, dass das hier natürlich Weihnachten ist und Festtage ja, aber auch die anderen neues Jahr kann ich für den Geburtstag nehmen. Glitzer passt immer. Also den finde ich schon mal ziemlich cool. Lege ich zur Seite. Dann nehmen wir den nächsten, die 7. So, ihr seht, ich habe den selber auch noch nicht gesehen im Detail. Deshalb bin ich auch selber überrascht ein bisschen, was dabei rauskommt. Und wir gucken gemeinsam, was in Tütchen Nummer 7 drin war. Oh, sehr cool. Also, ich wünsche dir, ich wünsche euch, wir wünschen dir, wir wünschen euch. Das finde ich auch klasse, weil, na, ob jetzt Single oder ob man nur als Einzelperson oder als Paar oder als Familie was wünschen möchte, super. Vor allem, das passt natürlich mit der neutralen Schrift auch zu anderen Stempeln dazu. Es passt zu allen Gelegenheiten. Es ist nicht zwingend weihnachtlich oder Neujahr. Hier ein Jahr voller Juhus, Ahas und Ohos. Ja, das kann ja auch für alles wirklich gelten. Da könnte ich mir sogar was weiß ich, einen Auslandsaufenthalt vorstellen oder sowas, wo man das für machen kann. Das hier ist, nimm es mal ein bisschen näher. Auch sehr cool mit der Schrift. Da sind so ganz feine Linien drauf. Die sehen natürlich einfach so in Schwarz abgestempelt toll aus. Man kann es auch ganz leicht kolorieren, ob jetzt mit Buntstiften oder zum Beispiel hier mit so einem Clean Color Real Brush, den mag ich ganz gerne. Kann man ganz fein ausmalen. Oder was auch toll geht, wenn man sich einen Hintergrund macht, so ein flächig ein bisschen mit Wasserfarbe, trocknen lassen natürlich und dann oben drauf stempelt dieses hier und oben einen kleinen Text. Super. Mag ich sehr. Wie gesagt, neutrale Schrift finde ich auch immer gut, weil er dann sich mit allen anderen auch sehr gut kombinieren lässt. So, next one. 16. Mal. Ja, klasse. Das sind, jetzt dachte ich gerade, das wären
Na, Löwenzahn dachte ich erst, aber nein, das sind Wunderkerzen, das ist ja noch viel besser. Wobei, ich könnte mir vorstellen, mit ein bisschen Fantasie kann man das auch als Löwenzahn gestalten. Aber es sind Wunderkerzen. Ein neues Jahr heißt neue Hoffnung, neue Gedanken und neue Wege zum Ziel. Sehr schön. Toll. Alles Liebe für euch, alles Liebe für dich. Super. Wie gesagt, die hier sind natürlich toll. Was ich da sehr schön finde, ist, wenn man den abstempelt und dann hier mit so ein bisschen Glitzer dran geht. Das kann man zum Beispiel hier mit so Nouveau Drops machen. Da kann man einfach so ganz leicht die Highlights hinten setzen. Oder mit dem Wink of Stella heißt der. Das ist so ein Pinselstift. Der sieht hier ganz silbern aus, der ist aber transparent. Also den würde man einfach so ein bisschen oben drüber machen und dann funkelt das auch noch total schön. Und der ist auch super vielseitig einsetzbar. Also natürlich zu Silvester, zu Neujahr. Aber warum nicht zum Geburtstag oder wie gesagt zum Löwenzahn fliegen lassen. So, dann 17. Es sind die Augenblicke, die zählen, nicht Dinge. Und den kann ich mir auch ganz toll auf einem Layout vorstellen, diesen Text. Oder natürlich auf einer Karte diese neutralen gestalterischen Motive, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, grafischen Motive, die sind auch super vielseitig. Man darf sich hier nicht täuschen lassen, die sind natürlich in Schwarz hier abgebildet, aber stellt euch die in bunten Farben vor, in Pastellfarben, so ein bisschen übereinander gestempelt, kommen die richtig toll raus. Hier kann ich mir sogar so einen Baumstamm vorstellen, ein kleines Eichhörnchen drauf, warum nicht? Ja, und ich zeige es nochmal, also die sind alle 7 mal 10 cm groß. Und ihr seht, es sind immer mehrere Stempel drauf. Es gibt auch mal welche, wo ein kompletter dann, aber der ist dann natürlich auch richtig groß. Aber sonst sind es immer mehrere, die in einem Set drin sind. Und super zu kombinieren untereinander oder auch mit anderen Stempeln, die ihr vielleicht ja auch schon habt. Also ich habe den einen oder anderen schon zu Hause. So, die 20 machen wir noch auf. Ah, hier kommt Ostern. Oh, ist der niedlich, der Hase. Guck mal. Er hat so ein Blumenbouquet im Arm. Der ist ja wirklich sehr hübsch. Und hasige Ostergröße. Cool. Auch mal anders. Ah, guck, und hier Blumen für dich. Also das heißt, wenn du jetzt einen Hasenfreund oder Freundin hast, kannst du dem dann auch außerhalb von Ostern einfach zukommen lassen. Auch hier beim Kolorieren kannst du natürlich Buntstifte nehmen, Aquarellbuntstifte. Ich würde hier auch wieder mit den Clean Color Real Brushes arbeiten. Die mit einem Wassertankpinsel, das ist sowas hier. Da ist hinten Wasser drin und vorne ist einfach eine Pinselspitze. Und mit dem kannst du dann super schön ganz leicht kolorieren, ausmalen. Schaffe ich jetzt nicht auf die Schnelle. Ich will euch heute zeigen, wie so ein Adventskalender aussehen kann. Und ein Tütchen habe ich noch. Das ist die 21. Gute Besserung. Guck, gar weder Ostern noch Weihnachten. Einfach ganz neutral. Super coole Pflaster. Passt immer. Also, ob es eine echte Verletzung ist, ob es eine seelische Verletzung ist. Alles wird gut, passt auch immer. Vielleicht noch besser, finde ich super. Lässt sich toll kombinieren. Sehr schöne Schrift. Klasse. Ganz, ganz vielseitig einsetzbar. Und hat man nicht so oft. Also ich habe sowas noch gar nicht. Muss ich sagen, gute Besserung, klar, aber nicht in der Schrift. Und kein Trostpflaster ist ja auch süß. Da kannst du ja ein Stück Schokolade verpacken oder was auch immer dir dazu einfällt. Sehr cool. Und nochmal, die sind alle 7 mal 10 cm groß. Du hast hier jetzt wieder 1, 2, 3, 4, 5 Stempel in einem Set drin. Also da kriegst du richtig viel für dein Geld. Die Stempel sind durchaus neutral. Also es sind natürlich weihnachtliche Sachen dabei.
Das ist ganz klar. Aber es sind auch sehr viele neutrale Sachen durchs ganze Jahr. Du kannst sie toll miteinander kombinieren. Sie sind alle aus hochwertigstem Fotopolymer. Die stempeln richtig, richtig gut. Also ich kenne die und die sind echt sensationell im Abstempeln. Werden alle in Deutschland gefertigt. Also nichts China oder Übersee oder woher auch immer. Alles hier gefertigt, wird von uns von Hand verpackt und liebevoll eingetütet und an dich geschickt. Ganz wichtig ist, den Adventskalender gibt es nur auf Vorbestellung. Also wir produzieren nur so viele, wie wir Bestellungen haben. Die Bestellung muss auch bezahlt sein, bevor wir die bestellen. Der kostet 129 Euro plus Versand. Diese 129 Euro sind ein Rabatt von rund 25%, wenn du die Stempelsets alle einzeln kaufen würdest, was du aber nicht kannst, weil es diese Stempelsets nur im Adventskalender gibt. Die werden auch nicht später in den Shop kommen oder sowas. Die machen wir wirklich ganz, ganz exklusiv, nur für diesen Adventskalender. Die Hälfte wird von Anne inspiriert sein, die andere Hälfte ist von mir inspiriert. Das heißt, ihr werdet eine tolle Mischung haben von Motiven und Texten, von Gelegenheiten, für Layouts, für Minibooks, für Karten natürlich ganz viel, für Verpackungen, fürs Journaling, ach, was euch einfällt. Wie gesagt, bestellen. Ihr müsst bitte bis auf 11. August bestellen. Danach geht nichts mehr. Dann werden wir das in die Produktion geben, weil wir brauchen natürlich auch Zeit, das alles einzutüten. 24 Stück. Einzutüten, zuzukleben, eine Nummer drauf, in die Kartons packen und dann werden wir es ab Mitte November verschicken. Du wirst ihn auf jeden Fall rechtzeitig zum 1. Dezember haben, damit wir alle gemeinsam den auspacken können dann. Den Adventskalender gibt es exklusiv bei stempelmehr.de und wir freuen uns mega, wenn ihr dabei seid beim ersten Adventskalender von Annes Stempeldesign und Stempelmehr. Ich bin die Silke von Stempelmehr und ich freue mich, wenn du zugehört hast. Danke dir. Tschüss.